Nach dem Tod des Separatistenführers Alexander Sachatschenko bei einer Explosion in der Ostukraine verdächtigen die Separatisten und Russland, die ukrainische Führung hinter dem Anschlag zu stecken. Der Fall werde als internationaler Terrorakt eingestuft. Nach Angaben der Separatisten soll der sogenannte Vizeministerpräsident von Donetsk, Dmitri Trabnjesnikow, übergangsweise Sachatschenkos Platz einnehmen. Er sagte: Die Ermittlungen in dem Fall dauern noch an, die Sicherheitsvorkehrungen in der Republik werden verschärft. Momentan sind alle Grenzen geschlossen. Einige Leute wurden bereits festgenommen. In ihren Aussagen haben sie zugegeben, dass dies ein Sabotageakt der Ukraine war. Russlands Präsident Wladimir Putin würdigte Sachatschenko in einer schriftlichen Stellungnahme als echten Patrioten des Donbass. Der ukrainische Geheimdienst erklärte, vermutlich sei Sachatschenko in einem Konflikt zwischen, Zitat, Terroristen und ihren russischen Unterstützern getötet worden.